So. Moment, jetzt muss ich nur mal ganz kurz was nachschauen. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Musste nur mal eben nachschauen, was mit den Level-Up-Attacken von Dirki und von unserem kleinen Vulpix, von unserer Scuddy, wie sich die ausgehen und wann ich die entwickeln kann. Also bei Dirki habe ich jetzt schon das große Problem, dass der Rasierblatt erst mit Level 42 lernt. Und ich glaube nicht, dass ich so lange aushalte mit ihm als Voltrigarier. Die Sache ist, als Azenia lernt er halt nichts mehr. Gut, ich kann ihm jetzt dann noch den Gigasauger von der Erika geben, weil ich die TM von ihr kriege. Aber sonst, ja. Wir machen jetzt sowieso mal ein paar kleine Änderungen im Team. Unsere Skadi trägt sogar eine Fragia-Bäre, nett. Weil wir ja jetzt dann die nächste Arena bald angehen wollen und da muss ich ein bisschen ein paar andere Pokémon trainieren. Skadi kommt zum allerersten Mal mit, auch wenn die momentan keine Feuerattacke kann, die lernt zumindest auf Level 29 eine und ich kann vor der Arena bis Level 29 locker trainieren. Dirki lasse ich jetzt erstmal drin, den Marvin muss ich jetzt langsam mal raustun. Dann Konchan darf mit. Veit, du hast jetzt auch mal ganz kurz Sendepause, weil da, wo ich jetzt demnächst hingehe, kann ich wirklich keine Kampf-Pokémon brauchen. Ja, ich habe die alle groß geschrieben, sehe ich gerade. Team-Pokémon auch. Ja, ich habe sie alle groß geschrieben. Na gut, dann werde ich die Namen von denen dann nachher auch noch groß schreiben. Vielleicht mache ich das irgendwann noch offscreen. Ich habe es jetzt bloß nicht mehr im Kopf gehabt, ob ich die klein oder groß geschrieben habe. So, theoretisch könnte ich in der nächsten Arena ja eigentlich auch noch einen Pedobär brauchen. Aber wobei, Sorti brauche ich eigentlich auch mal wieder. Wen brauche ich in der nächsten Arena noch nicht? Kenji, so leid es mir tut, du hast jetzt auch mal wieder ganz kurz eine Pause. Aber in der Pflanzenarena bist du wirklich fehl am Platz. So, das heißt, jetzt gibt's mal wieder ein bisschen Offscreen-Training. Oder machen wir Offscreen-Training. Prinzipiell bräuchte ich nur ein bisschen Offscreen-Training für Sorti, dass der mal wieder aufs Team-Niveau kommt und für Skadi ein bisschen. Ich trainiere mal. Also Sorti werde ich jetzt offscreen mal bis Level 21 trainieren oder, ja, 22, dann wird er ein Golbat. Ich brauche den jetzt wieder, weil für die nächste Arena will ich so gut wie möglich gerüstet sein. Das heißt, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da. Ich habe ein ganz, ganz klein wenig trainiert, hauptsächlich unseren kleinen Sorti. Ja. Der hat mittlerweile endlich seinen Flügelschlag gelernt. Ich habe ihm zwischendrin auch nochmal Geheimpower beigebracht, einfach damit er überhaupt irgendwas hat, damit er mal irgendwie ein bisschen Schaden machen kann. Skadi habe ich auch ein Level höher trainiert, habe ich auch ein paar TM-Attacken aus der TM-Ecke geholt. Ja. Und bevor wir jetzt irgendwie mal weitermachen, wir machen hier mal eine Kleinigkeit. Einen von unseren beiden Feuersteinen können wir nämlich eigentlich schon mal nutzen. Dann kriegen wir nämlich jetzt unser kleines Flamara. Bei Dirki weiß ich immer noch nicht genau, wie ich das mit dem Blattstein bei ihm jetzt mache. Theoretisch müsste ich ihn bis Level 42 weiter trainieren, damit sich das eigentlich auszahlt. Vorher lernt er nichts Anständiges mehr, er lernt nur noch Lockduft. Der Rasierblatt kann ich ihm theoretisch über einen Move-Tutor wieder beibringen, wenn ich die Mini-Pilze dafür hätte. Na gut, komm. Dann haben wir wenigstens ein starkes Pokémon hier.
Zwar mit relativ schwachen Attacken, aber zumindest mal mit starken Werten. Und wie gesagt, einen Gigasauger kann ich ihm jetzt dann bald auch noch beibringen. Der hat zwar hier noch nicht viel AP und ist auch noch nicht sonderlich stark, aber besser als nichts. Dann ist unser Birki jetzt 1 zu 10, ja. Und noch ja, eine Sache machen wir jetzt auch noch, wenn wir jetzt schon gerade hier noch dabei sind. Wir holen uns hier mal schnell den Tee. So. Nächster Schritt. Wir machen kurzen Abstecher durch Saffronia City. Wächter hier bestochen haben mit dem netten Tee hier. Hier holen wir uns bloß mal schnell was ab. Die Psychokinese. Kann die eigentlich hier gerade jemand lernen? Nö, aus unserem Team gerade nicht. So, dann wollen wir uns ein Sorti mal entwickeln. Elektro-Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, probieren wir es trotzdem mal. Du, mit Chemie kenne ich mich super aus. Voltoball hat er. Okay. Level 20, das kann auch definitiv schon Donnerschock oder Funkensprung. Dann lassen wir das die Skadi doch mal machen. Die Skadi hat eine gute Spätzdef. Wenn ich gewusst hätte, dass du tackle machst. Ups, ich habe schon wieder vergessen, die Attackenanimation wieder anzumachen. Ich habe die nämlich vorhin zum Trainieren wieder ausgemacht. Das ist nämlich auf Dauer doch ganz schön lästig. Ultraschall, naja gut. Er konnte mich wenigstens nicht töten. Da haben wir gleich Level 22 für Sorti und damit entwickelt er sich jetzt dann gleich. Nächstes Voltoball. Die Valley ist noch nicht Level 25. Und Sorti will ich dagegen jetzt nicht reinschicken. Valley ist sogar schneller als Voltoball. Magnetilo. Ja, wobei, da können wir jetzt eigentlich drin bleiben. Unsere Welli kann ja jetzt einen Schaufler. Den muss ich noch hier hinpacken. Schaufler ist ja technisch gesehen so stark wie ein Ruckzuckhieb. Und ein Smogon. Wir haben jetzt nichts, was Psycho-Attacken kann, also lasse ich Valley einfach drin. Die hat den härtesten Wumms von allem, was wir hier haben. Die Attacke von Kitty geht daneben, yay, aber meine auch. Smogons sind alles Kiddies. Unseren Sorti endlich mal wieder ein gutes Stück brauchbarer, indem wir aus ihm ein Golbat machen. B
bis er ein Expert wird, wird's noch ein bisschen dauern, weil das kriege ich erst, wenn ich einen Nationaldex habe. So, dann schauen wir uns das heute doch mal an. Ja, die Werte sind jetzt deutlich besser. Deutlich. Der hatte davor vor allem noch schwächere Def-Werte als Vulpix. Jetzt hat er stärkere. Also der hatte deutlich schwächere Werte. So. Was kann unser Conchan eigentlich an Attacken? Ja, nur Ruckzuck gibt's zum Angreifen. Aber der müsste, ja, einen sehr starken Angriff haben. Ja, mit dem Angriff lässt sich was anfangen. 71. Ich glaube, das übertrifft ziemlich alles, was wir sonst hier haben, oder? 60 Angriff bei Dicky. Gut, ich habe jetzt Kenji gerade nicht mehr dabei. Der hat aber, glaube ich, auch nicht so viel. Skadi werde ich auf Level 29 entwickeln. Das Ding kriegen wir, glaube ich, nicht so einfach kaputt. Ah, ich habe schon wieder vergessen, die Attackenanimation wieder anzumachen. Ich vergesse das aber auch immer wieder. Paralysiert und verwirrt. Das ist eine miese Kombo eigentlich. Er kommt da gar nicht mehr durch. Das gibt auf jeden Fall gut EP für unsere kleine Skadi. Oh. Das tat weh. Okay. Wir haben jetzt gerade nichts da, was speziell angreift und ihn effektiv, irgendwie halbwegs effektiv trifft. Unsere Sorti kann uns wenigstens nicht vergiften. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, ob ein bisschen nicht mehr Schaden macht, weil Smogon hat ja eine relativ starke Def. Ja. Das macht, denke ich mal, ein bisschen mehr. Slimer. Da bleiben wir doch mit Sorti gleich drin. Können wir wenigstens mit dem Flügelschlag draufholzen? Oh nee, komm doch nicht mit sowas. Dann blockiert uns halt den Flügelschlag. Machen wir halt mit Geheimpower weiter. So, bevor ich irgendwas anderes mache. So, bis zum nächsten Pokémon Center schaffen wir es mit Skadi, glaube ich, nicht mehr. Das Gift müssen wir heilen, aber ich gehe mit ihr schnell ins Pokémon Center, weil mit 10 KP machen wir hier echt nichts mehr.